So. Willst du aufnehmen? Nee, warte mal, was haut hier nicht hin, wie ich das gerne hätte, oder? Ah, nee, das klappt doch. Ja, ich nehme auf. Wo bist du denn jetzt? Bin hinter dir. Wie, du Im bist hin? Feld noch. Golli. Der Unterschied bei den Güllefässern Welcher? zwischen die Kaviko und den anderen. Kaviko kostet 138 und da ist sonst für 106 auch drin. Oh. Bei den Güllefässern. Ja. Da ist das ohne Premium für 106.000 drin hat. Warte. Hat das Nee. genau das identische. Ja, das Venus ist das aber. Ja, und? Ja, das ist Original. Und bei dem hinten, wenn du das aber kaufst hier vorne, dieses Venus, kannst du nichts ändern, gar nichts. Bei diesem Kaweco kannst du erstens den Reifen auswählen. Da kannst du mit dem oberen Arm auswählen, wenn der animiert ist, und du kannst entweder Schleppschlauch dran bauen lassen gleich, oder du machst Heckkraftheber, machst einen Kupplering dran. Das Ding kann also mehr. So machen wir das hier nochmal. Weil das finde ich geiler. Weil das Venus, ne. Da ist das Original. Kostet weniger, aber das ist genau das gleiche. Oh, wenn's jetzt die Wiesen düngst, bei Güllen, sechs da wieder nichts, oder? Was hier gedüngt ist. Nur dunkel. Hä? Nur dunkel. Wird nur Ja. dunkel, nur bei Mist siehst du was. Aber ich vermute mal, dass das da, dass das bald kommt, weil der Bartenbauer hatte sich das in seine Möppchen einbauen lassen. Der Ifnagnator, wie der Typ ist, der hat das schon konvertiert, glaube ich. Für die. Oder für den. Kann sein. Return to Moskau. Nee, da will ich nicht hin. Ich will mal in die Ukraine, will ich mal reisen. Was ganz genau will, willst du nach Tschernobyl? Da passt dran zum Bisschen. Ja, mag selber einen Zombie machen. So. Dann habe ich da Im mein Prozent noch, persönliches Sascha. Fallout. Was denn? 75, 75, ne, also 75 habe ich noch Einheiten habe ich drin. Hat genau gereicht. Hab eigentlich die falsche Bereifung drauf zum. Habe ich ja gesagt. Aber da gibt es nur Klöpper, für den gibt es Klöpper auch nur. Jetzt will ich Das ist auch rein. so geil. Die Maschine kann Doppelbereifung drauf machen. Aber Pflegereifen. Also Rotz. Lalalalalalalalala. Die Musik. Ich glaube, die Melodie ist fast so ähnlich wie beim. Wie bei. Wirb langsam. Wo die einbrechen. In die Bank. Wirb langsam jetzt erst recht. Das Klubber. Ah, hier kommen wieder die Macken von der Giants Engine hier, diese grünen Flecken. Ja, bei den Bergen war. Ja, das ist, weil die Plane, der nicht hundertprozentig verlegt ist, da drunter. Das Naja. ist ein Fehler vom Giant Editor, aber der erstellt die Map nicht korrekt. Ja. Das ist ja diese zweite Textur, wo du diesen Abkippkram überall drauf Ja, ich hast. weiß. Das ist auch die all, ne, überall abgibt. Tip anywhere, ne, Tip Collie. Oder wie der Scheiß ist, ja, ich weiß. Die müsste ein paar Zentimeter tiefer, müsste die im Editor erstellt werden. Ja, die ist dann zu hoch. Das ist ein ganz kleines Stück, ja. Und dann meckert die rum. Das ist aber nur bei Hügel so. Bei flachen Maps passiert das nicht. Ja, das haben sie erzählt, weil. Wie gesagt, hier hast du ja kaum sowas. Guck mal, wie Bomber, ja, Alex Wester oder Fichtelberg. Das ist in der Feld, da hast du ja eine Macke gekriegt. Da hat sich ja sogar der Berg bewegt, ey. Jetzt hat jetzt mal Du meine jetzt machst. Wiesen. Was könntest du machen? Was will er Brauche ich so machen? wieder Gras für die Viehstoff. Ach, mähen will er. Ja. Müssen wir so wieder Gras machen? Wir brauchen noch Gras für die
Fuß. Colli, ich glaube, du musst ja gerne nachher kommen. Ich habe jetzt noch 780 Liter drin. Ja, ich komm dann. Einmal rum gleich und dann war's das hier wohl. Ich habe ja gesagt, ich muss noch auftanken. Also komisch bei mir, ich habe weniger verbraucht. Ja, ich komm dann gleich. Ich mach's nochmal sauber hier mein Treckerchen. Ich hab keine gute Laune. Der Akku vom Dienst. Also die Textur von dem Krassdorf da. Hast du das mal von vorne angeguckt? Was hab ich mir angeguckt? Wenn du von vorne hier, wo du das Gewicht dranhängen kannst oder irgendwas anderes, wenn du dran gehst, da siehst du richtige Streifen drauf auf dem Dinger. Hm. So von weitem siehst du das nicht so schlimm. Ja, wie das Gewicht hier und das vom Dings, da sind auch so diese Streifen drauf. Und nicht original glatt, weil wenn du in den Trecker gehst, sowas nicht. So. Sauber. Ich komme gleich, Sascha. Dance my pants. Er tanzt mit seinen Unterhosen, na lecker. Mhm. Kann man mal machen. Oh, das ist halt ein Einschläfer an der Arbeit, wenn man müde ist. Ja. So, Prost. Prost. Weil wir knapp hier mit dem Dünger. Hä? Das war ganz schön knapp hier noch mit dem Dünger. Aha. Wenn du das sagst. Oh, das ist auch ein schöner Wald, da können wir auch noch mal rein, mal alles abholzen, wa? Was für einer? Der hier hinter 15 ist. Den könntest du aber machen. Wisst ihr? Alex hat seinen Wald da unten, seinen großen. Ja, das ist auch ein schöner Wald hier. Der bleibt, und mein Wald, der bleibt stehen. Den will ich höher nicht haben. Goldi, lass uns hier alle Bäume abmähen. Das ist kein einziger Baum mehr auf der Map steht. Was? Machen wir den 24 Stunden Livestream von. Na, aber Abschied. Was denn nicht mehr 24 Stunden? So, ich fahre einfach mit dem Ponze durch die Gegend und dann ist gut. Mach's trotzdem nicht. Oh, ich mach einfach alles ab. Warum Ponze? Da machen wir doch schöne Haufen, wie immer. Bist du die jetzt mitten in die Spritze hier oder was hast du jetzt vor? Ja. Oh, Junge, Junge. Tausch. Lass uns die zusammen machen, mach ich selber. Häng das Ding an, mach weiter. Das Ding ist voll. Ach, 24 Stunden schaffst du den Bolten entwickelt. Ah doch, wenn wir 10 Pons haben.
Dann haben wir immer ein Meter. Oh! Ein Meter Stückchen. Ne, ja, genau. So. Auf einmal einfach so gehen lassen, den scheiß Bäume da in voller Länge liegen. Ne, warte mal, das Ding hier, was man platzieren könnte. Letztens habe ich das mal auch mal ausprobiert, ne? Da jetzt. AE700STA. Lade Holz in diese Maschine, um es in Hackschnitzel umzuwandeln, welche direkt an die Sägemühle verkauft wird. Ja. Dann haben wir Ruhe, Sascha. Na, ich habe diese andere mit diesem Förderband nach oben gehabt, einfach Anhänger mit Crossplay hintergesteckt. Ganz gut, fährst ran mit dem Ponzer, immer so ein Meter Stück und dann durchgejagt da. Ich weiß. Das geht ja richtig gut, hätte ich nicht gedacht. Haben wir einmal gemacht. Ja, wir haben aber Haufen gemacht. Ja. Ich stelle Anhänger hin. Ich habe doch keine Lust, noch Stunden lang mit Schaufel rumzukaspern. Warum? Frotten mit dem Lader? Komm rein. Boah, da habe ich keine Lust zu. Ja, für einen Singleplayer, ne, da bin ich keinen Bock drauf. Wie gesagt, aber die andere Maschine kannst du ja platzieren. Mhm. Mhm. Jo, fertig. Haben wir genügend Holz gemacht jetzt. Muss ich jetzt mal wieder aufforsten. Eis, Baby. Und zweit! Machst du denn da? Ich wollte den an. Ne, die Seemaschine. Die Saatgutmaschine. Ne, ja. Spritze wieder voll machen. Hast du das Schneidwerk hingestellt? Siloplatte, die kurze. Da wo auch der Meistersatz ist. Ich weiß nicht, wo der Anhänger Markus den Anhänger hingetan hat. Der steht vorne bei der Strohscheune. Aha. Der Anhänger fürs Schneidwerk. Da steht er ja gut. Holen. Da steht er ja gut. Ich habe den neu gesucht. Aber ich glaube, ich habe den schon mal dort von dir gesehen. Ja, zumindest zwei, drei Mal vorbeikommen. Ja. Da merkt man nie alles. Ein Glück, dass die Spritze keine Hecklenkung hat, ey. Wieso? Ja, weil das mit dem N und Lenkachse sperren und rückwärts. Ja, das gibt's ja nicht als Mod. Nee, gibt's aber automatisch, wenn du mit Anhänger rückwärts sperrt er die. Zumindest bei den Tandemfahrzeugen und so. Beim Drehschemel geht das nicht. Dafür ist der Trailerassistent aber ganz gut. Oh, jetzt wird das aber knapp hier von der Breite her. Ja, da gab's einen schönen Mod, aber ist ja irgendwie Marsch. Nee, fehlerfrei, nicht fehlerfrei. Mit der dreibreiten Schaltung, da kannst du das ja einklappen. Ja, das ist irgendein schlecht konvertierter Mod gewesen, ja. Aber das war nicht schlecht, das Ding. So. Ging sie so fertig? Hat man aber das sauber? Ab und das Dach. Muss ich das noch irgendwo hin zum Ding? Ne, das war's dann, Sascha. Wer ist denn hier wie wilder gefahren? Wo? Ja, hier so, Feldweg hier, da bist du doch lang geheizt bestimmt. Ja. Right, da sieht man. Alles Sojabohnen oder was? Da hinten, das ist Sojabohnen bei dir. Was war das anderes Getreide? Ach so.
irgendwann können wir uns aber die Selbsthaar kaufen, wa? Die Selbsthaar-Spritze. Ja, ja. So, nun? Hä? Und was nun? Bossman. Goldi, das sieht doch geil aus. Goldi versucht gerade das Ding da reinzukriegen. Ja. So. Funktioniert doch. Bitteschön. Das ist doch denn hier da drinne, das Ding. Ja, ja, das ist. Kannst du machen, bitteschön. Ist er hier Gülle wühlen oder was? Jo. Auch gut. Ich muss ganz ehrlich sagen, krass. Für mich Weltpremiere, ich habe das Gold fast noch nie benutzt. Ja, das hat Halbweitenschaltung, also ganz der. Ach scheiße, warum mache ich denn das Gewicht ab, ich Idiot? Kann ich doch dran lassen. Meter wieso rückwärts? Komm, mecken wir jetzt Gülle vorne oder was? Der fährt jetzt Gülle. Lass den vorne. Mir jetzt krass. Wo mähst du eigentlich krass auf Frau Mason? Hä? Wo du krass mähst. Auf meiner Wiese? Das ist natürlich witzig, da hast das Ding oben drin, aber der Trigger reagiert überhaupt nicht. Nee. Also. Ne, ich mach die Wiese hier bei uns, Alex. Sinnloser Spielkram fürs Foto machen. Ja. Alles klar. Aber das war doch was. Ja, mal gucken. So. Kabine drehen. Aber mach ich was? Aber Gülle muss ich ja jetzt selber hindern. Ja. Bei dem Fassel, in dem einen Fassel haben wir bloß 50.000 drin. Ich pump einfach alles leer, was hier ist. Ja, doch von der großen Dank, Alex. Kann man da eigentlich irgendwas ranfahren und reinpumpen, oder wie ist das mit dem Tank hier vorne? Mit dem Tank, der da vorne beim Fischstation steht? Der bei Siloplatte hier ist. Weiß ich nicht, was das für einer ist. Nie ausprobiert. Nein! Hallo! Mal stehen, ey. Ach, klingt aber gequält, der Motor hier, du. Der Kompressor. Okay. Oder was? Aber es sieht ja nicht schlecht aus, das Fass. Ja. Alex, du sollst Stimmung machen. Was? Du sollst Stimmung machen, sagt er. Ja. Wie klarer? Viel zu schnell unterwegs, ey. Welcher Mensch hält der mit Schleppschleich nur 22 km/h? Ja, drum. War doch langsamer. Na jo. Das säuft aber ganz schön was durch, der Deutsche. Ja, aber. Meine Wiese, die wo bei meinem Schafstall ist, dahinter, Goldi. Die meine, das ist meine, die brauche ich selber. Ja, von mir aus. Wir haben ja hinten diese ganz große, die immer ums das Feld 14 geht und das hier. Muss das mal ausreichen, oder? Wir brauchen ja nicht viel, das Silo ist ja noch voll. Hier fährst du wieder einiges.
Hä? Wie Wiese brauchst du überhaupt? Wie viel jetzt zur Zeit? Weil ihr war schon wieder ziemlich früh jetzt abgemacht. Nicht so viel, Alex. 0,5 mache ich da, mache ich jetzt, muss ich ja mir irgendwo ein Stück, Grundstück machen und mache ich mir dann einfach eine Wiese hin, ne, einen Haufen hin, also nur Haufen hin, Prinzip. Ein Haufen Prinzip wie bei den Ludos? Ja. Beispiel hier hinten, dieses Stück Wiese, was hier noch Grundstall ist, war das eben fremd entwendet. Da kommt dort eben das Grasbeck, da war das Bäcker. Wollten um dort im Grashofen hin, ist mir egal. Waren die erstmal platziert? Du machst das schon. Mein Silo kann ich ja nicht hinschmeißen. Du machst das schon. Jo. Weil da wird das ja Silage. Das will ich ja nicht. Mhm. Mach doch Ballen draus. Ja, wo stelle ich die hin? Keine Ahnung. Na drum. Weil übers Hauptprinzip. Von Money. Also. 10 km/h zu langsam, komme ich nicht ganz mit durch. Ob Barbie aus Plastik. So klappe ich den aus, ich kann ja so da ranfahren. Was ist ein Scheißlied, ey? Welches? Barbie. Ach so. Mach mal deine Plastikbeine breit. Ach, Bangles Remix, ja. Bob Made, Barbie Girl ist das. Ich weiß. Ah, passt auch nicht so hin, wie ich das gibt. Hofft hatte. Weil das, was ich jetzt da mag, die ist ja auch schon ungefähr 5-6 Anhänger. Ja, brauchen wir so viel. Ja? Wir brauchen wir so viel.